Abend nehme ich euch mit zu einer Abendveranstaltung, bei der wir etwas über das Schiff erfahren. Und zwar interviewt unsere Kreuzfahrtdirektorin heute die Oberzahlmeisterin im Captain's Club. Und ich höre mir mal an, was sie so zu sagen haben. Sehr geehrte Gäste, begrüßen Sie bitte mit mir heute Abend meinen Gast. Wir freuen uns auf viele Informationen Ihres Tätigkeitsfeldes hier an Bord und ich freue mich, Sie heute Abend hier im Captain's Club begrüßen zu dürfen. Unsere Chief Purserin an Bord, zu Deutsch die Oberzahlmeisterin Martina Linder. Schönen guten Abend. Ja, die Oberzahlmeisterin an Bord. Oberzahlmeisterin, gut, das verrät schon so einiges, aber noch das viel, viel mehr, was dahinter steckt, was man nicht wirklich so vermutet. Ein großer Teil des Jobs hat ja mit der Schiffsfreigabe zu tun. Insofern, wenn man sagt, eine sehr wichtige Person oder auch die wichtigste so morgens nach der Ankunft, trifft das auch schon zu. Denn bevor das Schiff nicht freigegeben ist, geht ja mal gar nichts, ne? Ja, das ist richtig. Also wir kommen an und dann stehen schon ich und meine Kollegin geschniegelt und gestriegelt an der Gangway und empfangen die Behörden, um alle Formalitäten erledigen zu können, damit sie bzw. auch die Crew überhaupt an Land gehen kann. Übrigens, aber so der Buchhalter von Haus aus wahrscheinlich, ohne dass der hier irgendwie mal zur See gefahren ist, wäre auch völlig fehl am Platz. Ja, also wer in so eine Position kommt, muss Schiffserfahrung mitbringen. Also es reicht natürlich nicht, denn wenn man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt 4 Jahre Betriebswirtschaft studiert und jetzt gehe ich als Oberzahlmeister auf ein Schiff, das geht eigentlich nicht, weil da fehlen einem genau diese Erfahrungswerte, von denen wir gerade gesprochen haben, was das heißt, mit verschiedenen Kulturen zu tun haben. Das finde ich persönlich in meiner Tätigkeit noch fast viel wichtiger, wie jetzt wirklich rein die buchhaltungstechnische Seite. Also gerade natürlich, ich habe viel zu tun mit Konten und mit Buchungen und Reiseabschlüsse, das kommt auch hinzu. Ich sage ja immer, ne, alte Buchhalterweisheit, man muss auch mal 5 gerade sein lassen. Ja. Und, aber diese Dinge kann man einfach nicht erlernen und die muss man einfach in den Jahren, wo man halt so See fährt oder im Ausland arbeitet, sich aneignen. Und die sind eigentlich noch wichtiger in dem Job, wie jetzt also die rein betriebswirtschaftliche Seite. Ja, was macht den besonderen Reiz aus an dem Job? Ist das schon diese Sparte eben Schiffsfreigabe? Man weiß ja auch eigentlich nie so wirklich genau, was einen erwartet, oder? Das ist richtig. Also wir stehen da, wie schon gesagt, manchmal an der Gangway und wir wissen auch zum Teil nicht, wie viele Leute kommen. Es kommt immer etwas auf das Land drauf an. Dann gibt es zum Beispiel so Länder, man soll es nicht glauben, Frankreich gehört zum Beispiel dazu. Da kommt der Agent aufs Schiff und sagt, Bonjour, das Schiff ist clear. Ja? Das lieben wir ja dann ganz besonders. Und dann gibt es natürlich Länder, da laufen die mit 10, 20 Mann an. Und wobei man oft auch dazu sagen muss, okay, ein Großteil davon ist jetzt einfach auch nur dabei, damit sie dabei sind. Der eine nimmt den Pass raus, der nächste schlägt ihn auf, der dritte macht den Stempel rein, der vierte macht den Pass wieder zu und der fünfte steckt den Pass wieder in den Kasten. Aber naja, gut, andere Länder, da kommen die halt mit mehreren Leuten und wie schon gesagt, wir wissen es auch nicht, was uns zum Teil morgens erwartet und versuchen dann natürlich auch ein bisschen alles mit Schaum und ja, mit Freundlichkeit vor allem auch die Leute etwas zu bezirzen, um dadurch vielleicht das Schiff schneller freizukriegen. Genau, ohne die Schiffsfreigabe läuft überhaupt nichts. Das Erste, was uns erwartet in jedem Hafen, wie läuft so eine Standard-Schiffsfreigabe ab? Wer kommt denn da an Bord? Wir sehen da immer viele Personen, mehr oder weniger, aber wer ist denn da mit dabei? Wer ist der Ansprechpartner vor Ort, über den alles läuft? Also vor allem kommt immer einmal der Agent. Es gibt da immer einen Schiffsagenten, mit dem wir auch überwiegend korrespondieren. Der ist also quasi unser Mittelsmann zu den jeweiligen Behörden. Es kommen die Immigration, es kommt auch die Zollbehörde, zum Teil kommt auch die Gesundheitsbehörde, es kommen die Quarantäne-Officer, es wird gerade in Australien, ich glaube, wir hatten so ziemlich alle an Bord, die man sich überhaupt nur vorstellen kann.
Wir hatten Leute, die haben hier all unsere Pflanzen begutachtet und gezählt, ja, weil wir haben die auch vorher angegeben, wie viele Pflanzen, wie viele von diesen Christsternen haben wir da, und die haben die auch alle angeschaut, ob die auch alle in Ordnung sind. Ich glaube, die wurden auch alle noch eingesprüht. Die wurden also auch noch eingesprüht, ja, und wir haben bei uns im Engine Room ja auch drei Goldfische. Da wurde ich schon vorab gefragt, in was für einer Kondition die sich befinden, ob die glücklich sind, ob die gesund sind. Ich habe mich selbstverständlich persönlich davon überzeugt und habe auch unserem Chief Engineer wirklich den Auftrag gegeben, die Goldfische bitte täglich zu motivieren und zu entertainen, dass die glücklich sind. Da, die sind also wirklich runtergegangen, haben die Goldfische dann auch gezählt, ob das dann auch wirklich drei Stück sind und ob die in guter Verfassung sind. Und ich habe auch dafür unterschrieben, dass falls von Sydney bis nach Cairns ein Goldfisch stirbt, ja, hätte ich das angeben müssen, und dafür hätte es dann eine Todesurkunde gegeben. Das ist jetzt auch alles kein Witz, muss nein, man dazu das sagen, ist, ne? Nein, das ist völliger Ernst, ja. Also das läuft so in Australien, genau.